WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 21. Oktober 1907. Die Gründung des Verbands Deutscher Kaufmännischer Genossenschaften, der späteren EDEKA. Das ist die EDEKA-App. Eine Riesenauswahl, gefällig dargeboten. Die EDEKA-App weist Ihnen den Weg zum nächsten Markt und macht Ihnen die Einkaufsvorbereitung bequem wie noch nie. Für die Bequemlichkeit der Kundschaft wird wohl alles getan. In Hannover ist ein EDEKA-Markt nach Feng Shui-Prinzipien eingerichtet worden, mit runden Formen und einem Springbrunnen in der Mitte. Man soll sich hier wohlfühlen wie im Schlaraffenland und kaufen, kaufen, kaufen. In Dortmund wurde ein Markt mit der Auszeichnung Best Architects in der Kategorie Gewerbe- und Industriebauten bedacht. Hinter einer goldenen Fassade stehen Bananenbäume, Tücher aus Segelleinen verbreiten eine Art Urlaubsfeeling. Mit nur einem Klick landen alle Zutaten direkt auf Ihrer digitalen Einkaufsliste. Das Rezept, gnädige Frau, das Rezept. Ganz einfach. EDEKA-Margarine, das Fundament der Küche. Und Schinken und Brötchen, Tomaten, Karotten, Bananen, Kaffee und Kakao. Sie brauchen gar nicht viel zu sagen, gnädige Frau. Als im Sommer in Hamburg der G20-Wahnsinn tobte, tauchte mitten im Chaos ein Mann mit einem Plakat auf. Darauf stand: Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu EDEKA. Ob Ordnungshüter, G20-Tourist oder schwarzer Block, alle konnten sofort etwas damit anfangen. Das Bild verbreitete sich im Internet und ging um die Welt. Der Supermarktriese freute sich über die kostenlose Werbeaktion, die André Kramer so aber gar nicht geplant hatte. Ich schwöre, dass ich wirklich einkaufen gehen wollte. Ich habe dieses Schild in 2 Minuten gebastelt, wollte allen symbolisieren, bitte lassen Sie mich durch, ich bin keine Gefahr, ich brauche nur eine Pizza. Mal eben kurz zu EDEKA. Normalerweise kein Problem, denn bis zum nächsten Laden läuft man im Durchschnitt nur 7 Minuten, sagt EDEKA. Angefangen hat alles vor 110 Jahren mit einem Startkapital von 800 Mark. Am späten Nachmittag des 21.10.1907 wurde in Leipzig im Hotel de Pologne der Verband Deutscher Kaufmännischer Genossenschaften e.V. gegründet. Ein Zusammenschluss von Genossenschaften und Einkaufsvereinigungen. Großvater, der hat 1907 die EDEKA Hessenring hier in Melsung mitgegründet, damit die Einzelhändler bessere Einkaufsmöglichkeiten haben. EDEKA war ursprünglich nur eine Abkürzung mit 3 Buchstaben. Großes E, kleines D und großes K. Das stand für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Der Name EDEKA hatte bei der Gründung im Jahr 1907 2 Konkurrenten. Zum einen KULA als Abkürzung für Kolonial- und Lebensmittelausstellung und zum anderen PUG, die Abkürzung für preiswert und gut. Wir hatten früher noch Kohlen und Baustoffe und sowas, das haben wir aber später abgeschafft, weil es unrentabel war. Und dann haben wir auf Lebensmittel gesetzt. Die Waren aus Übersee kamen aus Flensburg, denn dort war damals einer der bedeutendsten Häfen für die Westindien-Segler. Und von hier aus wurden die Kolonialwarenhändler beliefert. Der Westindier fuhr vor mit einem riesengroßen weißen Auto und da konnte man Apfelsinen kistenweise kaufen, Bananen, Feigen, Datteln. Gemeinsam konnten die Einzelhändler das Preisdiktat der Industrie brechen und ihre eigenen Bedingungen durchsetzen. Große Auswahl, kleine Preise, es ist alles für Sie da. Der Kunde ist immer König bei EDEKA. Einmal kann ich mich besinnen, sogar hatten wir Brüsseler Trauben. Das war eine Attraktion. Man soll sich hier wohlfühlen wie im Schlaraffenland und kaufen, kaufen, kaufen. 1912 überstand die EDEKA sogar einen Lieferboykott von 40 Markenartikelherstellern, der nach einem Jahr zusammenbrach. Die Einkaufsgenossenschaft war schon zu stark. Sie überlebte beide Weltkriege und ihre Geschäfte mauserten sich während der Wirtschaftswunderjahre vom Krämerladen zum Supermarkt. Ich habe dieses Geschäft als Kolonialwarenladen alten Stiles vor einigen Jahren übernommen. Nach einigen Jahren habe ich mich entschlossen, den Laden auf Selbstbedienung umzustellen, um den Wünschen meiner Kunden entgegenzukommen. Dass ich richtig gehandelt habe, zeigen meine steigenden Umsätze. Dieses märchenhafte Geschäft ist typisch für diese modernen, marktähnlichen Einrichtungen, in denen der Kunde völlig frei umherschlendert und sich seelenruhig die Waren betrachtet.
Eine Riesenauswahl, gefällig dargeboten. Alles perfekt hygienisch verpackt. Und niemand, der einem dreinredet. Von der Frischwarenabteilung sind es nur ein paar Schritte zum Lager für Tiefgekühltes, wo Sie jedes Obst und jedes Gemüse unabhängig von der Jahreszeit bekommen. Am Abrechnungstisch schließlich wird der Preis für Ihre Einkäufe festgestellt und deutlich sichtbar addiert. Und ich muss sagen, nach meinem ersten Einkauf in so einem Supermarkt kann ich verstehen, dass diese Art von Geschäften vielen Hausfrauen behagen. Wir lieben das Leben und haben die Mitte. Viele Edekaner sind Kaufleute in der dritten oder vierten Generation. Mein Name ist Heinrich Nientitz. Ich betreibe in Münster drei Edeka-Märkte und in Warendorf einen Marktkauf-Verbrauchermarkt. Angefangen hat das mit einem kleinen Milchhandel. Mein Großvater ist also mit Pferd und Wagen über Land gezogen, hat dort dann Milch verkauft. Mein Vater hat das dann, als er aus dem Krieg zurückkam, dann wieder aufgenommen und weitergeführt und hat dann in Handorf einen festen Verkaufsstand gehabt. Zwischen zwei großen Linden wurde so eine Bretterbude gezimmert und daraus wurde dann halt eben nur Milch verkauft. 1948, Umzug in den ersten amtlichen Laden, der sich zunächst im Privathaus der Nientitz in Münster-Handorf befand. Der Laden war, weiß nicht, 30 Quadratmeter groß. Das ist heute Wohnzimmer, weil das Geschäft wurde sehr schnell zu klein. Und dann wurde halt, wie es früher so war, im Garten dann neu gebaut. Ein separates Geschäft. Es war also der erste Selbstbedienungsladen in Handorf. Man konnte tatsächlich mit einem Einkaufswagen, heute würde man sagen Kindereinkaufswagen, durch das Geschäft fahren. Es war im Prinzip eine Mittelgondel. Der Kunde konnte dann einmal drumherum fahren. Es gab alles für den täglichen Bedarf. In erster Linie natürlich noch Milch. Der Kunde zapfte sich die Milch auch, weil sie lose war. Wir sind bei der Edeka selbstständige Einzelhändler. Wir führen auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung unseren Markt. Im Einkauf liegt der Gewinn, heißt eine goldene Kaufmannsregel. Und rationell einkaufen kann der Einzelhändler nur, wenn er mit seinen organisierten Kollegen zusammen Groß- und Massenaufträge vergibt. Die Ladengestaltung, das Ladenlayout, Anordnung der Regale, das sind alles Dinge, die ich selber entscheiden kann. Die Edeka sehe ich als Berater, in jeder Hinsicht als Berater. Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass selbstständige Unternehmer Lebensmittelmärkte deutlich erfolgreicher betreiben können als Filialbetriebe. Edeka-Vorstandschef Markus Moser. Wir haben natürlich noch etliche Standorte auch in Regie, also als Filialen betrieben. Und die versuchen wir zunehmend selbstständigen Kaufleuten zu übertragen, weil die dort wesentlich mehr Erfolg haben als wir. Edeka, das ist, laut Werbung, jener liebenswerte Verbund aus rund 4000 selbstständigen Kaufleuten, die deutschlandweit Supermärkte betreiben. Einkaufen mit Seele, mit Herz und Tradition. Edeka, das sind Menschen, die gelbe Herzen auf dem blauen Kittel tragen und die Wurstscheiben aufs Gramm genau abwiegen können. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Tatsächlich ist Edeka ein straff organisiertes Handelsimperium. Fast 50 Milliarden Euro erwirtschafteten die Zentrale in Hamburg, die 7 Regionalgesellschaften und die Discount-Tochter Netto im vergangenen Jahr. Edeka ist der größte Lebensmittelhändler in Deutschland und er will noch größer werden. Der Supermarktriese hat gerade die rund 400 Filialen der angeschlagenen Kaisers-Tengelmann-Kette übernommen. Genau das hatte das Bundeskartellamt noch untersagt, aber der Minister hat erlaubt, was andere vorher noch verboten haben. Es geht um Menschen, die jedenfalls nicht zu den Gutverdienenden gehören, um Lagerarbeiter, um Metzger, um Verkäuferinnen mit Bruttogehältern zwischen 1.500 und ein bisschen mehr als 2.000 Euro pro Monat, brutto wie gesagt, und die es auf dem Arbeitsmarkt ohnehin oftmals nicht leicht haben. Die Edeka-Gruppe übernimmt zunächst alle Mitarbeiter. Ob sie aber dauerhaft eine Zukunft bei Deutschlands Marktführer im Lebensmittelhandel haben, ist unklar. In einer Welt mit Freunden, Kunden, Partnern, als Familie bei Edeka. Damit Edeka nicht nur leidenschaftlich, sondern auch noch cool rüberkommt, wurde Schauspieler und Sänger Friedrich Lichtenstein für ein Werbevideo engagiert. Super heftig, super deftig, super lässig, super geil. Der Spot wurde im Netz über 18 Millionen Mal abgerufen und wenn man bei Google den Begriff super geil eingibt, erscheint als erster Treffer der Link zum Video. Super geil, super fit, super fresh, super Lifestyle, super geil, super power, super stark,
Supermarkt. Supergeil. Betriebsräte und Gewerkschafter finden Edeka nicht so supergeil. Denn der Tariflohn gilt nur für die Filialen, die zum Konzern gehören. Aber nicht für die selbstständigen Händler. Wenn ich einen Betrieb als Einzelhändler übernehme, dann will ich natürlich auch alles in diesem Betrieb entscheiden können. Insofern auch, wie und mit wem ich dann entsprechende Arbeitsverträge schließe und welche Rahmenbedingungen dieser Arbeitsvertrag hat. Wir haben als Gewerkschaft die traurige Erfahrung gemacht, die wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vertreten haben, dass die dortige Arbeitsbedingungen sich in relativ kurzer Zeit massiv verschlechtern. Der Tariflohn in Nordrhein-Westfalen für Verkäuferinnen und Verkäufer liegt zwischen 10,50 Euro und 14,90 Euro pro Stunde. Und zum Vergleich dazu, der Mindestlohn beträgt seit Anfang des Jahres 8,84 Euro. Und nach Recherchen der Kollegen von Report Mainz zahlen viele eben weniger als den Tariflohn oder sogar nur Mindestlohn. In der Bezahlung reduzieren sich in relativ kurzer Zeit Abläufe die Einkommen um 20-30%. Sie seien eben Genossenschaften, entstanden in der guten alten Zeit aus Tante-Emma-Läden. Man kehre mit der Privatisierung also nur zur Tradition zurück. Doch ist das wirklich so? Tante-Emma-Läden hatten kaum Angestellte. Aus den kleinen Kolonialwarenläden sind 110 Jahre nach der Gründung der Edeka Megastores geworden. Was habe ich für eine Vision? Die Zukunft im Lebensmittelhandel sehe ich in Richtung Gastronomie vielleicht. Wir haben hier jetzt speziell in diesem Markt unsere eigene Backwarenabteilung mit einem gastronomischen Angebot und haben einen Mieter auf der anderen Seite der Abteilung, ein türkischer Imbiss, der eben auch sein gastronomisches Angebot hat. Und das Schöne ist, dass der Mix dann eben das ideale Angebot für die Verbraucher ist. Sicherlich machen wir uns auch intensiv Gedanken über den Onlinehandel und müssen da auch schon mal im Vorfeld gucken, wo geht das hin, wo geht die Reise hin. Die Edeka-App weist Ihnen den Weg zum nächsten Markt und macht Ihnen die Einkaufsvorbereitung bequem wie noch nie. Für die Bequemlichkeit der Kundschaft wird wohl alles getan. Ich sag mal so, wenn ich jetzt das Standardsortiment sehe, ist da sicherlich alles übers Internet handelbar. Egal ob vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Wenn ich jetzt die frische Produkte sehe, mache ich da schon wieder Abstriche. Und da sehe ich im Prinzip unsere Chance, dass wir sagen, also wir sind weiterhin der frische, betonte Supermarkt, aber wir gehen so ein bisschen in die Richtung Sofortverzehr. Diese Auslage hier wird elektrisch gekühlt. Vielleicht hat ja irgendwann mal der Metzgermeister hinter der Bedienungstheke eine Kochmütze auf. Heutzutage ist es eben so, dass wir auf dem Weg sind, uns immer mehr vom klassischen Lebensmittelhändler und Lebensmittelanbieter hin zu Erlebnisanbietern entwickeln. Das heißt, wir schaffen also deutlich mehr Atmosphären in unseren Märkten. Für die Bequemlichkeit der Kundschaft wird wohl alles getan. Das kleine Stammgeschäft, das Heinrich Nientits Vater einst eröffnet hat, existiert noch. Angesichts der Erlebnissupermärkte von heute wirkt es richtig nostalgisch. Mein Ältester, der sagt dann schon mal, Vater, mach die Bude zu. Das kann ich nicht so gut. Ich habe 1988 das Geschäft hier übernommen und bin jeden Tag 6 Tage in der Woche drin gewesen, habe die ganze Sache aufgebaut. Ich hänge da schon noch ein bisschen dran, obwohl ich auch zwar Kaufmann bin und auch sicherlich kühl und gut rechnen kann, aber das ist nicht immer alles. Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Gründung des Edeka-Vorläufers am 21. Oktober 1907.